Hi ho, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum zweiten Video der Huge Unpackage Serie. Heute packen wir dieses zweite große Paket aus. Also, lasst uns sofort damit beginnen. Und dafür habe ich wie immer mein Carpet Knife dabei. Ich liebe dieses Geräusch. So. Wollen wir gleich mal ein bisschen beeilen? Erstens brauche ich das. Deswegen muss ja dieses Paket weichen. Und zweitens brauche ich meine Tasche. Also schnell hinterher. Heute gehen wir mal hier ein bisschen rabiater vor. So. Was haben wir hier? Fällt uns schon das Styropor entgegen. Ja, gut verpackt, kann man nicht meckern. So. Ah, hier haben wir drei Teile. Die Dreifaltigkeit. So, drei Teile. Dann wollen wir erstmal mit dem hier beginnen. Das ist nicht mehr das schärfste Skalpell hier. Gut verpackt, kann man echt nicht meckern. Was haben wir denn hier? Eine Spruchwall. Nennt man das so? Spruchwall oder Schreiwall von Skyrim, wo die Sprüche der Schreier draufstehen? Ich nehme mal hier wieder so eine Miniatur zur Hilfe. So, hier haben wir so eine echte Miniatur. Hier wieder unseren Conan oder Kalverschnitt. Ja, Maßstab. Ja, für die Zinnfigur vielleicht für die Miniatur etwas zu groß, aber alles noch im grünen Bereich. Und hier haben wir so eine etwas modernere Figur, die etwas größer ist. Ja. Eigentlich auch nicht. Na, dann steht er hier vor und liest dann den Spruch. Ah, kommt hin, kann man nicht meckern. Kommt gut hin. Was sagt ihr dazu? Kommt der Größenvergleich hin oder nicht? Ich denke schon. Okay. Ah,
Ein bisschen vorsichtiger, hier ist der Kopf. So, vorsichtig weitermachen. Ja, wir können schon ein wenig sehen. Ah, der ist ziemlich spitz. Also mal aufpassen, dass wir hier nichts abbrechen. Na, hier ist der Kopf. Oi. Seht ihn euch an, Freunde. Kann man nicht meckern. Und wie gesagt, super gut verpackt. Auch da kann man nicht meckern. Seht ihn euch an. Den kriege ich gar nicht hier komplett aufs Bild. Ein riesen Hoshi. Ja. Seht euch die Spitzen an. Ja, der Typ ist, der Drache ist spitzenmäßig. So, und diesen Hoshi, den kann man dann hier irgendwie noch raufsetzen. Ah, so könnte es gehen. Ja, so ist das. So, jawohl. Ah. Es gibt ja mehrere Drachen in Skyrim und viele haben ihre eigenen Namen. Und ich glaube, das hier ist der größte und somit bekannteste. Wer könnte das sein? Also für mich sind die bekanntesten Alduin und Mjölnir. Ich glaube, das ist wohl doch etwas überdimensionalisiert, also der Drache. Ach, hab dich schnapp. Hier haben wir nochmal die andere Figur. So, wir gucken mal hier Größenvergleich. Ja, nicht viel größer. Ja. Naja, zum Spielen habe ich mir den nicht geholt. Und eigentlich auch gar nicht zum Hinstellen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Na, okay. Oben links hier von mir aus gesehen. Da habe ich noch ein klein wenig Platz. Aber wegen dem Drachen habe ich mir das Paket gar nicht geholt. Das ist mehr eine große, schöne Dreingabe. Aber warum ich mir dieses Paket bestellt habe, war nicht die Drachenminiatur, sondern
das hier. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Da ist es. Seht euch das an, Freunde. Seht euch dieses geniale Artbook. Und in einem absolut genialen, neuwertigen Zustand. Unheimlich gut erhalten. Also hier diese Abriebstellen hier. Das soll so sein. Das ist hier drauf. Das Buch soll so ein Used Look, so einen benutzten Look, so ein Aussehen haben. Wie gesagt, es ist absolut neuwertig, in einem absolut genialen Zustand. Wie gesagt, das ist hier so aufgedruckt. Da fehlt nichts. Ist absolut genial. Und wir schmeißen jetzt mal gleich da mal einen Blick hinein. So, Freunde. Auf geht's. Es hat sich das von einem Augenblick zum anderen bezogen und es regnet. Ich hoffe, das Licht meiner Strahler ist hier noch hell genug. Musste das jetzt so einstellen, dass sie nicht zu doll auf dem weißen Papier blenden und sich widerspiegeln. Hey Freunde, seht euch das an hier. Die Welt, eine deutsche Ausgabe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es von diesem Artbook jetzt hier eine deutsche Ausgabe gibt. Herrlich. Ja, ich dachte, von diesem Artbook gibt es nur allgemein eine englische Ausgabe. Hier, Flusswald. Quasi meine zweite Heimat. Ja, Skyrim. Skyrim ist sowas für mich wie nach Hause kommen. Ja, als das Spiel damals rauskam, dachte ich, naja, was soll mich da Großes erwarten? Ein Spiel, was im Winter im Schnee spielt. Da ist doch der Monitor und der Fernseher nur weiß. Was soll mich da Großes erwarten? Als ich dann die ersten Bilder gesehen habe und die ersten Bewegtbilder, da hat mich Skyrim dann absolut umgehauen. Und wo das Spiel neu war, da habe ich Monate in dieser Spielwelt verbracht, ohne überhaupt der Geschichte zu folgen. Einfach nur rumgewandert, rumgereist mit meinem Charakter, um die Welt besser kennenzulernen. Oh, seht euch das an hier. Windhelm. Ja, und trotzdem, obwohl ich da monatelang mich in dieser Spielwelt aufgehalten habe, gibt es immer noch Ecken und Bereiche, die ich nicht gesehen habe. Dass Dungeons und andere Bereiche gibt, die man nur mit einem Schlüssel, den man finden muss, mit dem man dann nur Zugang hat. Also viele Bereiche blieben mir noch verschlossen. Und bis ich dann vor einigen Jahren anfing, das Spiel nochmal komplett durchzuspielen. Aber Stück für Stück. Langsam. Denn
Wir leben ja in diesem Spiel, in dieser Fantasy-Welt. Seht euch das an. Der Weg ist das Ziel. Ja, mein Let's Play könnt ihr natürlich auch hier auf dem Kanal verfolgen. Und selbst da bin ich immer noch am Anfang. Seht euch das an hier. Diese Gewölbe. Diese Hühngräber. Herrlich. Diese Grafiken kann man auch für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gut verwenden. Ja, hier. Halle der Geschichten. Herrlich. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Tempel der Himmelszuflucht. Ich spiele ja auch eine Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Und wir treffen uns leider ziemlich selten. Und haben da eine Spielwelt, die wir... Naja, wir spielen und bereisen, und würden wir uns öfters treffen, dann wäre Skyrim die zweite Spielwelt, die wir auch als Pen-and-Paper-Rollenspiel bespielen würden. Und es gibt die Miniaturen von dem Skirmish-Tabletop-Spiel. Wir haben hier sämtliche Artbooks und Grafiken, die ihresgleichen suchen. Ja, die Statuen und die Gewölbe. Die Kreaturen. Ah, dieses Bild. Der Typ hier erinnert mich allerdings mehr an den Death Dealer statt an den Dragonborn. Seht nur, wie er schreit. Ja, da sind sie, die Drachen. Wie gesagt, verfolgt mein Let's Play auf diesem Kanal. Ich werde es euch oben links verlinken. Und hier ist unser Held, der Dragonborn. Da liegt ein totes Mammut im Schnee und dahinter erhebt sich ein riesiger Bär. Die Drogar. Die Centurio. Überbleibsel. Maschinen der Dwemer. Die Falma. Ah ja, hier, und die Frostbissspinne. Seht sie euch an. Die darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir nochmal den Größenvergleich, wobei das mehr die kleineren Exemplare sind.
Wir erinnern uns alle an die Große. Wo war die doch gleich? Naja, wer das weiß, kann das ja nochmal in die Kommentare schreiben. Die Kommentarfunktion ist für euch geöffnet. Und hier sind die Zweiglinge. Also ich mag das hier. In Skyrim mit den Kreaturen ist ein eigener in sich geschlossener Mikrokosmos. Also es gibt die normalen, gewöhnlichen Tiere, die wir kennen, die Hasen, die Füchse, die Wölfe und so. Hier haben wir die Hexenrahmen. Naja, und die Monster. Ja, hier die Trolle. Und das hat doch so seine gewisse Eigenständigkeit. Es sind nicht so viele exotische Monster, aber genug, damit man und die Irrlichter. Ja, die dürfen nicht fehlen. Die Skiva, herrlich. Und der Schlachterfisch. Krauch da irgendwo lang. Und schnappt ihn vielleicht ins Bein. Und die Schlammkrabbe. Die Völker. Die Zauberkutten. Schankmarktkleidung. Ja, die ist nicht übel. Die Rüstungen. Zwergenrüstung. Ja, gibt es nun Zwerge oder gibt es keine Zwerge? Himmelsrand. Elfenrüstungen. Die Waffen. Ah ja, rechts die Dwemer-Waffen.
The Dreamer Weapons. Eisen und Stahl. Die Gegenstände. The Items. Ja, wie gesagt, es ist wie nach Hause kommen. Und hier haben wir eine der größeren Frostbissspinnen. Im Ödsturz-Hügelgrab. Ja. Drachen-Auflösungseffekte. Da liegt er, da verbrennt er, da löst er sich auf, weg ist er. Herrlich. Seht euch die Wolken an. Wolken und Nebel. Ja, meine lieben Freunde, ein herrliches Buch, dicke Seiten. Hier können wir noch mal uns die Bindung ansehen. Dicke Seiten, dicke, wattierte, gepolsterte Umschläge. Ein herrliches Artbook, deren Kauf ich nicht bereue. Die Pressung ist hier noch leicht erhaben. Ja, meine lieben Freunde, das soll es mal wieder gewesen sein. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Lefty. Macht's gut.